Ja, willkommen zurück beim hoffentlich letzten Level von Let's Play Toy Story. Ich tauche schon mal ab. Wow, okay. Nein, das war nicht gut. So, hier mal speichern. Wow. What? Ja. Oh, oh yeah. Oh yeah. Wow. Ich find's unfair, dass wenn man gegen Autos fährt, dass man direkt tot ist. Ja, das sind Kinder, Mann. Ich bleib jetzt möglichst weit oben die ganze Zeit. Ja, an der Ampel schon, da könnt ihr nicht vorbeifliegen. Genau. Ja, ich speichere hier mal. So, nochmal speichern. So, nochmal speichern. Ey, ohne Witz, das ist kein Kinderspiel, sorry. Wow. Here it comes. Wow. Here it comes. Here it comes. Ich hab irgendwas disabled. Watch out. Ow. Here it comes. Here it comes. Here it comes. Ich find das auch klasse. Watch out. Ow. Here it comes. Boah, ja, genau. Ow. Ey. Watch out. Ow. Das geht besser. Was? Au. Das war der... ah. Oh, toll. Okay, alles klar, ich mach weiter. Aber ich ändere den Safe-Spot. Wow, wow. Wow, wow. Wow. Was denn? Ich hab Angst. Wow. Woo. Here it comes. Woo. Here it comes. Here it comes. Here it comes. Dein Sprachfehler, der Kerl. So, wo ist Andys Auto? Here it comes. Watch out. Könnt ihr nicht schneller nach vorne fliegen? Das ist der letzte Endgegner, der Truck. Ja, danke, lass mich hoch. Ich will da rein. Here it comes. Ah ja. Watch out. Ja, genau. Genau, 1A, 8 reine Landung. Wie quackt der Bruchpilot ungefähr so? Ach, naja. Woody, Buzz! Die waren hier in der Kiste. Na also, sagt Andys Mutter, ich wusste, du findest sie wieder. Andy drückt seine Lieblingsspielzeuge an sich und Woody fällt ein Stein vom Herzen. Am Abend sind alle Spielzeuge ausgepackt und Buzz und Woody erzählen von ihrem großen Abenteuer. Wir Spielzeuge müssen immer zusammenhalten, nicht wahr, Buzz? Woody, du hast ja so recht. Stand gar nicht so, aber egal. Von nun an sind Woody und Buzz die besten Freunde. Und alle neuen Spielzeuge werden als Freunde in Andys Zimmer begrüßt. Denn die Spielzeuge haben eines gelernt. Es ist zwar schön, Andys Lieblingsspielzeug zu sein, aber jeder sollte immer sein Bestes geben. Ich finde, die beiden Sätze passen überhaupt nicht zusammen. Es ist zwar schön, Andys Lieblingsspielzeug zu sein, aber jeder sollte immer sein Bestes geben. Natürlich. Gut gemacht, du hast Toy Story geschafft. Hoffentlich hat es Spaß gemacht. Danke fürs Spielen. Fußspielen. Naja. Credits. Ja, keine Ahnung, was soll ich zu diesem Spiel sagen? Also, ich gehe davon aus, dass es für Kinder gemacht und für Kinder unmöglich. Auch wenn ich mir 5 Hüter anstatt 3 einstelle und noch ein Continue mehr hätte. Also... Um das komplett durchzuspielen, muss man da richtig, richtig, richtig viel Zeit investieren. Und, keine Ahnung, also, wenn sogar ich schon teilweise die Nerven verliere, weiterzuspielen, dann ist es bei Kindern wahrscheinlich noch schlimmer. Als Kind war ich zwar auch so, dass ich immer und immer und immer, immer, immer weiterspielen konnte, das war auch so gut und schön so. Aber bis man hier die perfekte Lösung hat, dem allen auszuweichen, ah, das dauert ewig. Und, naja... Ich weiß nicht, ob die Schwierigkeit sich auch verändert irgendwie oder ob die Versionen auf den anderen, also auf PC gab es die Version auch und auf Sega oder sowas. Ob die da einfacher ist oder besser, keine Ahnung.
Das hier ist auf jeden Fall ein schwieriges Jump'n'Run, was teilweise recht lustig ist und teilweise einfach nur derbe mehr. Naja. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zu schauen. Ansonsten, ihr habt einen Freund in mir und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Ja, ihr müsst nicht, also ich möchte auch nicht euer Lieblingsspielzeug sein. Oder vielleicht doch. Ich weiß es nicht. Ich rede gerade im Müll. Deswegen beende ich jetzt hier das Let's Play. Und sage vielen Dank fürs Zuschauen. Und man hört sich. Bis dann.